Was geht, Jeremy hier? Welcome back, Boys. Ihr seht, mit wem ich hier wieder bin. Robin, Villa und hinten haben wir noch unseren Lieblings-OP, den Johannes. Macht ein bisschen. Reite die Futterluke. Und heute trainieren wir zusammen gemeinsam Arme. Amen. Digga, strong. 12 Kilo, Digga. Zum Aufhören. Ja, Bro, ich weiß, macht mir Spaß. Ich habe mich gerade gefragt, wieso ist das T-Shirt zu groß? Ich habe ja eine M genommen. Das macht doch gar keinen Sinn. Bruder, ESN, die Ehrenmänner, haben gedacht, Digga, du bist zu breit für M und haben mir einen XL2 eingepackt. XL2M hört sich ähnlich an, ich weiß, ist eigentlich schon fast das gleiche, aber ja, also es geht. Für eine XL2, Digga, fühlen wir ganz okay aus. Sein Kanal. Aha. Wir trainieren heute gemeinsam Arme. So, Freunde, wir sind jetzt hier gemeinsam trainieren im MacFit. Also ich wurde irgendwie ein bisschen unterbrochen von Leuten, die jetzt unbedingt eine Instagram-Story machen wollen haben, aber scheiß drauf. Die 18 haben sich trotzdem easy angefühlt, also können wir schon auf irgendwie 22er gehen oder so bei Arbeitssatz. Müsste schon gut gehen, also hoffe ich jetzt einfach mal. Jungs, was macht ihr? Ihr macht zusammen heute. Tag-Team, ne? Wir machen Arme, wir ballern. Ich bin ehrenlos, einfach mit Musik. Digga, wirklich bodenlos. Hört ich nicht. Natürlich schon. Ja, Alter, dein Arschloch. Dein Arschloch. Disrespect, ja. Full Bizeps, Jungs. Boah. Ja, der durchschnittliche 16-Jährige. Ja, 20, mit dem 20, mit dem durchschnittlichen 80-Jährigen, Digga. Digga, da geht gar nichts mehr. Boah. Also ich habe hier möglicherweise nur die 20er genommen, weil ich habe keine fucking 22er gefunden, also eine, doch, um genau, doch, zu sein. Da sind zwei. Ah, scheiße, aber das sind so komische. Zwei. Ja, die sind scheiße. Und hier seht ihr eine sehr, sehr geile Variante der Fly, weil man so sehr schön stabilisiert ist. Ihr seht die Titten? Die kommen. Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Nun ist es eine Isolationsübung, das ist wirklich nur Brust. Komm, drück ihn! Ja, schön! Oh, 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 ja! Geil! Robin, was sagst du? Das sieht sehr, sehr akkurat aus. Sieht sehr, sehr rot aus, würde ich sagen. Oh, da ja! Wisst ihr, wenn man den Opi mal unterstützen muss, dann muss man ihn halt mal unterstützen, ne? Der, oder? Ist halt schon alt, den muss man so ein bisschen. Ja, ein bisschen Hilfe leisten. Auch so einen kleinen Kick. Zack! Danke, Mann. Schönes Training euch noch. Danke dir auch. Noch zwei oder du bist vegan. Komm, noch einer. Oder vegan. Stark. Okay, das war gut. Der Griff ist geil, aber es ist zu leicht. Zu leicht? Es ist wirklich leicht. Ja, okay, scheiße. Super. Ja, jetzt schon besser, wenn man dann noch eine 15er. Ist zu schwer, oder? Nee, passt. Also wir sehen hier halbe Reps, weil half Reps, full gains. Das ist wahrscheinlich unser Motto. Oh, fuck, Digga. Also Jeremy hat den Stack jetzt komplett kaputt gemacht, den Kabelturm. Jetzt mal ganz ehrlich, deine Raps sind kein bisschen cleaner, ne? Was? Kein bisschen. Halt, die Leute sollen mal, sie, ja, haben ja gesehen. Schreib mal die Kommentare. Ihr habt meine Raps gesehen, seine Raps, jetzt stimmt mal ab, welche cleaner waren. Also, die sind gleich clean. Nein, nein. Faktisch, doch, natürlich. Ich trainiere akkurat. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Was wir machen. Wenn der Coach dich kurz mal einmischen darf, ich sehe nur die Scheibe, die an den Stapel hängt, denke mir so, Jungs, warum euren gesamten Körper, euer System so schwer belasten? Du hast ja mehr ein Rumpfstabilisierungsproblem, ihr seid ja sehr leicht, ja, aber eure Arme sind so stark. Aber das Deck ist wirklich leicht. Der ist nicht schwer. Ja, guck mal, trotzdem würde ich euch empfehlen, einfach einarmig zu arbeiten, weil habt ihr insgesamt weniger Last. Ja. Machen wir bei der zweiten Übung. Also ne? Die erste Trizeps ist schön schwer, dual, und die zweite ist einarmig. Just saying, ne? Weil das ist ja schon hier. Ihr kennt das bestimmt, ne? Ja, natürlich. Du hast ein bisschen, ja, hast du ein halbes isometrisches Bauchtraining. Und ich wiege ja mehr, ihr seht ja noch so eine Knirpse da, ne? Ja.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Digga, die Shoulder Straighten noch dazu, Digga. Das ist krass. Das ist insane. Ist geil. Sieht geil aus, Bro. Ja, Digga. Crazy, crazy. Boah, ja. Boah. Aber hier die Streifen auf den Schultern sind auch extrem schön. Eingemacht. Gefällt mir sehr gut. Schön in faserig, oder? Ja, Faserrichtung. Ah, Faser, ja. Akkurates Training. Faserrichtung. Super Training. Langsam leicht und kontrolliert, ne? Langsam leicht und kontrolliert. Das sieht low-key aus, als würdest du ja wichsen, aber... Was? Wie sieht's aus? Low-key, als würdest du ja wichsen. Ohne Spaß. Aber mit Ach und Krach. Ja. 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 Okay. Oh. Bro, hast du eigentlich gesehen, wie viele Leute eigentlich Trainingsausschnitte von uns auf TikTok posten? Das ja, schon geil. Also, schon geil, Digga. Die Kombi scheint gut anzukommen. Fühl ich schon, fühl ich ehrlich. Fühl ich auch. An dieser Stelle, das ist ein guter Moment, um mein Short vom Contest nochmal kurz zu promoten. Denn ich vergebe 500 Euro Preisgeld jeden Monat an alle, die Videos aus meinen YouTube-Videos oder auch aus den YouTube-Videos von Johannes machen, wo alle um mich gehen. Einfach so mich zeigen oder irgendein Posing oder irgendein, ne, das ist scheißegal. So löse ich da 500 Euro jeden Monat. Also könnt ihr dick Geld absahen, wenn ihr ein paar TikToks postet. Falls euch interessiert, guckt in die Beschreibung. Da ist der Link zu einem Forum und da ist alles beschrieben. Alle Teilnehmerbedingungen. Also kann man gerne mitmachen, ne? Kirsch. Wie Mr. Krabs, die sehen einfach nur Dollarzeichen vor ihren Augen. Yes, yes. Boah, wieder wird Johannes nach dem Bild gefuckt, Digga. Crazy, crazy. Robin, du hast gedacht, du bist krass. Aber Johannes ist nochmal anders. Aber Johannes ist halt einfach nochmal. Ja, der ist schon ein paar Jahrhunderte älter. Also ist krass. Das andere ist ja auch. Ich finde es auch, also Menschen, dass Menschen so alt werden können. Also über 200 Jahre ist insane. Digga. Johannes schon eine Weltattraktion, ne? Das ist noch mehr. Digga. Ja, Arme hast du Bock, ne? Ja, Digga, Arme muss ich mal wieder richtig trainieren, ja. Ja. Aber machen wir gerade richtig, ne? Einigermaßen. Hab gesehen, sehr gut. Ja. Top, Digga. Danke, danke. An alle Zuschauer zieht auch so durch, Digga. Akkurates Training ist durchaus. Ist Müll, ne? Akkurat, ich hab ihn noch nie akkurat trainieren sehen. Ja? Ich hab ihn noch nie akkurat trainieren sehen. Ja. Wer hat besseren Bizeps? Noch er. Oh, du Arschloch. Du Arschloch. Was? Warte mal. Warte mal. Digga, jetzt, ehrliche komm, Meinung? Mal, ich hab's nur. Komm mal. Okay, ich sag eine Sache. Du hast den besseren Bizeps, aber er hat den stärkeren Trizeps noch. Und ja, ich habe ja gefragt, wer hat den besseren Bizeps? Ja. Ja, okay. Taktisch gefragt. Ja, korrekt, korrekt. Aber seine Arme sind so geil, weil sie sind so kompakt, auch mit dem Trizeps und allem. Geil. Naja, Minipacker, ehrlich. Wie findest du? Das ist ganz geil. Okay, ein bisschen, du bist zu weit vorne. Warte, vielleicht muss der Sitz ein bisschen hinter noch. Ist vielleicht besser, weil du solltest immer, auch das ist auch wichtige Message, immer im Drehgelenk, weil sonst macht ihr euer Gelenk kaputt. Das behindert scheiße. Der Sitz ist viel zu hoch, Digga. Geil, das ist runter. Ja, jetzt ist die geil. Jetzt ist besser. So, jetzt hebt man auch nichts ab. Ich habe mich schon gefragt, wieso Robin so unstabil ist in der Maschine. Weil die ist ja eigentlich schon stabil. Aber du musst jetzt auch nochmal so probieren. Weil so ist sie nämlich ziemlich, ziemlich geil. Jetzt, wie findest du jetzt? Besser? Ja. Jetzt seht ihr auch jetzt stabiler. Also guckt, ihr müsst auch selber mal Maschine immer schön ausprobieren. Und dann schauen, was für euch am besten passt, damit ihr die Maschine halt richtig benutzen könnt. Ne? Geh durch. Komm, drück. Drück. Hilf ein bisschen mit, aber nur runter. Noch ein. Drück. Drück. Ja. Lass los. Ja. Ah. Ich mach das nebeneinander kurz. Safe. So, ja, kann man. Einfach mal von der Seite des Trizeps. Trizeps? Ja. 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 So, danke schön. Ja, ey, stabil. Danke dir. Können wir auch vielleicht ein Foto mit euch machen? Ja, klar, man. Können wir machen. Danke. Ey, ist auch ein man sieht sich. Noch, ciao, ciao. Ja, aber der Arm kommt gut auch in der Übung, sieht geil aus. Ja? Ja, sexy, sexy. Noch drei. Drei. Zwei, langsam hoch, langsam.
Noch ein. Nach dem noch ein. Noch ein. Drück, drück, drück. Ja, ja, ja. Schön, schön, schön. Langsam, 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 langsam. Ja, Bruder. Geil. Hast du ein bisschen gespürt? Ja. Wir suchen jetzt Marvin, ne? Also da vorne habe ich schon mal einen Johannes gesichtet. Eins Johannes? Eins Johannes. Eins Johannes und daneben eins Sergej. Sergej? Da ist es ein Sergej. Crazy, crazy. Jetzt wird die Schulter aufgebombt. Let's go! Vorne ist Marvin. Boah! Seid ihr fertig? Ja, Mann, du? Ich bin auch durch. Geil. Boah, ich muss ehrlich mal Real Talk raushauen, Digga. Vor allem so nach einer Pause. Ist nicht so geil. Das ist deprimierend, Digga, aber ganz ehrlich, man muss halt dranbleiben. Ne? Also, auch wenn man Training keinen Bock macht und scheiße ist, Digga, hab die Disziplin und zieh weiter durch. Never back down, never what? Never give up. Für Fortnite. Gehen wir jetzt Fleisch kaufen? Wie hört's das an? Fleisch kaufen gehen. Jungs, Fleisch kaufen gehen? Jungs, machen wir. Ich mach Ansage, ne? Ihr könnt euer Fleisch, ihr könnt alles machen. Ihr macht die Scheiße wieder sauber. Ja. Weil wenn wir dieses Ding nicht vernünftig verlassen, ne, dann gibt's sowas nicht normal. Und ich bin verantwortlich. Aber Johannes, jetzt mal so, ja, haben wir bis jetzt schon viel Scheiße gebaut? Es ging eigentlich. Na, ich habe. Doch, wenn ihr die Dosen aufmacht und das Ding von dem Ding. Das bleibt immer liegt über das, ja. Ständig. Ich habe davon locker 10 Stück weggeräumt. Ohne Witz. Ich habe auch immer so viele Dosen aufgemacht. Der Blick ist so legendär, Digga. Film dich mal gut selber. Ja. Einfach ohne Veränderung. Hä, aber Bro, so viel haben wir wirklich nicht dreckig gemacht. Nee, haben wir ehrlich nicht. Jetzt ohne Spaß übertrieben, Mann. Ja, Bro, egal. Egal, scheiße. Aber Leute, falls ihr von der Villa da irgendwas sehen wollt und falls ihr das jetzt ein bisschen so interessiert, was wir hier für Scheiße gemacht haben, guckt gerne beim Villa-Vlog vorbei. Oh, Digga, dieses Sofa ist ja behindert scheiße unbequem. Das ist wirklich unbequem. Das ist halt so, was ist das? Das tut weh im Arsch. Ja, ne? Und Onlyfans kann man ja nicht unter 18 machen, ne? Nicht legal. Nicht legal. Johannes guckt uns ganz böse an. Und trinkt dabei seinen Powershake. Oh. Den Powershake, und den würde ich euch auch empfehlen zu holen. Mit dem Code Jeremy bei Yes, dann könnt ihr euch alle Sachen holen. Aber, scheiß drauf. Was ich gemerkt habe, haben wir verpennt. Das ist Posing. In der Umkleide machen wir, gucken wir einfach noch mal kurz an. Da haben wir eben schon so einen halbnackten Dude, beziehungsweise einer, der sich halbnackt macht, um mir ein bisschen was aufzunehmen für die Kamera, ne? Also Marvin, zuerst bevor du uns morgen willst, hier probierst, sagst du mal, bewahrst du mal die Form von uns beiden. Warte, genau, Doppelbizeps. Ja, du Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch. Ja, kann man sagen, was man will, aber das sieht von Robin schon brutal aus. Von Jeremy aber auch heftig. Bro, Robin hat halt das perfekte. Die Sidechest ist halt viel geiler bei ihm. Robin hat halt das perfekte Mini-Packer-Bild, Digga. Ist einfach so. Also wirklich, ist clean. Ja, Mann. Okay, Trizeps. Deine Arme sind krass, Jeremy. Danke. Trizeps sieht jetzt hier aber auch ganz gut aus, aber er hat tieferen Search. Ja, Trizeps bei ihm ist halt immer besser. Ein bisschen kompakter, deiner wirkt halt an sich massiv. Der Arm ist einfach kürzer, deswegen. Ist schon ein bisschen OP, so irgendwie so klein und kompakt zu sein, ne? Das ist schon crazy, Alter. Überleg mal, du kannst relativ leicht sein, aber sie ist so, halt schon so ein bisschen wie so die trennlosen Twins. die Trenn-Twins ohne Trenn. Oh. Digga, ich bin hier eingelungen von der Kamera, Digga, bodenlos. Nein, du Bosch, das war mein Ernst. Marvin, kann ich kurz ein Stativ haben? Ja, kann ich das mal kurz Johannes zeigen? Bruder, er checkt's nicht. Oh. Also, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Strom ist ungefähr so halb irgendwo. Naja, da haben wir jetzt auch noch einen Johannes gefunden. Ja. Boah, Digga, du bist so. Du tropfst hier alles. Ich weiß nicht, ob es Schweiß ist oder ob du dich angepisst hast. Hände gewaschen, Bro. Das macht man am Pinkeln so. Okay, ich nicht. Digga, nicht schlecht. Nicht schlecht. Abo nicht vergessen. Abo nicht vergessen, ne? Reihenfolge, Mikko, Jeremy bestellen und tja, dann war's das.